Wenn ich anderen von meiner Arbeit erzähle, verstehen sie meistens nicht wirklich viel davon, was ich hier mache, weil man natürlich auch eine Vorkenntnis dazu braucht, sei es jetzt in der Elektronik oder sei es in der Mikrotechnologie bei der Fertigung. Da steigen andere Leute natürlich nicht genau dahinter, genauso wie ich kaum dahinter steigen kann, wenn andere Leute was von Buchhaltung reden. Das ist genauso für mich unverständlich. Also jeder hat da natürlich seine Expertise. Hallo, ich bin Markus Göder. Ich bin Azubi hier an der TU Dresden, werde ausgebildet zum Mikrotechnologen und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Guten Morgen. Alles gut bei euch? Heute geht es ja weiter mit dem Praktikum Mikrosystemtechnik. Ihr meldet euch um 9 beim Herrn Langer. Wenn das sein sollte, ich bin in meinem Zimmer oder im Labor oben, dann könnt ihr mich anfunken. Na, dann viel Erfolg und bis später. Wir sind ja zu dritt hier als Mikrotechnologen, alle im zweiten Lehrjahr. Wir verstehen uns auch alle super hier. Wir kommen gut mit unserem Ausbilder klar. Ausgebildet werde ich hier als Mikrotechnologe, das heißt derjenige, der die Prozessoren hier verbaut, die ganzen Bauelemente verbaut für die Leiterplatten. Natürlich auch Leiterplatten herstellt, gehört auch mit dazu. Meine anderen beiden Kollegen sind jetzt zu ihrem Praktikum abgedüst. Ich werde euch heute in ein Projekt Elektroniktechnologie mit einführen und euch zeigen, was wir dort machen. Wir stellen dazu eine Leiterplatte her und durchlaufen dabei alle möglichen Prozessschritte. Hier sind wir jetzt bei uns in unserer Herrenumkleide. Das ist eine Schleuse, also wir müssen uns hier für den Reinraum, in dem wir jetzt gehen, umziehen, damit wir die Umgebung nicht verschmutzen. Für unser Praxisprojekt müssen wir jetzt unsere Leiterplatte fertigen und das machen wir auch bei uns im Leiterplattenlabor. Dazu treffe ich mich jetzt mit dem Dr. Hilscher. Ja, guten Tag, ich bin der Herr Hilscher. Ich leite das Praktikum Leiterplatte hier an diesem Institut und mit Studenten bzw. Auszubildenden stelle ich gemeinsam eine Leiterplatte her, sodass die Studenten mal kennenlernen, wie kommt man zu so einer Leiterplatte. Zur Herstellung brauchen wir natürlich erstmal das Basismaterial, FR4 und die Maske dafür. Genau, das ist Epoxidhart mit Glasgewebe, mehrere Schichten aufeinander und eine Fotomaske. Die haben wir schon fertig für Sie. Was ist der erste Schritt, was wir hier gemeinsam machen werden? Können wir erstmal die Bogen vornehmen. Genau, da gehen wir mal nach nebenan. Die Leiterplatte läuft jetzt hier hindurch und die Oberfläche wird gesäubert. Warum wird es jetzt hier gelb? Der Fotoresist reagiert ja auf UV-Licht. Genau, und Gelblicht hat keinen UV-Anteil. Da kommen Sie mal rein. Das ist unser Laminator. Der muss jetzt bis 110 Grad Celsius aufgeheizt werden. Und dann kann ich meine Leiterplatte durchschicken und beschichte sie von beiden Seiten mit Fotoresist. In meiner Ausbildung hier finde ich vor allem am besten, dass man wirklich hier in verschiedenen Bereichen arbeiten kann, wo man auch selbst entscheiden kann, ob das einem liegt oder nicht. Das gefällt mir in der Ausbildung wirklich hier am besten. Wir können unsere Aufgaben uns selbstständig aussuchen, wann wir was machen, ob wir das jetzt am Vormittag machen oder am Nachmittag. Ja, diese Flexibilität ist natürlich schön. Weil ich ja eher handwerklich das lieber mag, mache ich natürlich ja das ganze Protokoll schreiben oder so nicht. Aber das gehört natürlich am Ende auch mit dazu, dass man auch protokolliert, was man so gemacht hat. So, Sie sehen, die Oberfläche ist schon angeätzt, aber es ist noch Kupfer drauf. Also wir werden ja als Mikrotechnologen ausgebildet, aber da gibt es natürlich auch zwei Richtungen. Wir sind hier an der TU als Mikrosystemtechniker ausgebildet. In der Industrie werden die Mikrotechnologen meistens als Halbleitersystemtechniker ausgebildet. Das heißt, die befassen sich mehr mit der Herstellung von einzelnen kleinen Bauteilen, sei es irgendwelche integrierten Schaltungen oder große Prozessoren für Computer. Hier an der TU als Mikrosystemtechniker beschäftigen wir uns dann mehr mit der Weiterverarbeitung von denen. Also alles, was dann auf die Platine draufkommt. Hier sind wir jetzt bei uns in unserem Leiterplattenbestückungslabor. Heute werde ich diese Leiterplatte hier
bestücken. Das ist für eine Lüftersteuerung, die wir im Projekt Elektronentechnologie entwerfen. Jetzt werde ich die Lotpaste hier auf die Leiterplatte dispensen, auf die bestimmten Pads. Die Frage stellt sich jetzt natürlich vielen, warum müssen wir das hier alles händisch machen? Natürlich kennt man das heute aus der Praxis, dass große Industrieunternehmen das an großen Lötofen machen. Das geht natürlich aber nur bei höheren Stückzahlen, da lohnt sich das natürlich. Bei solchen kleinen Stückzahlen von nur einer Leiterplatte oder so, da lohnt sich das natürlich nicht. Andererseits ist natürlich wichtig, dass man das auch per Hand beherrscht und dass Leute das auch hier mit der Hand bestücken können. Jetzt nach dem Dispensen folgt natürlich erstmal eine Sichtkontrolle mit dem Auge. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Nirgends irgendwelche ungewollten Verbindungen. Hier kann man unter dem Mikroskop natürlich nach der Sichtkontrolle noch etwas genauer sehen, ob es hier Lotpastenversätze gibt. Und hier sieht man natürlich auch schön die kleinen Lotkügelchen. Es sind sehr kleine Metallpartikel. Jetzt können wir die Leiterplatte mit den bereits hier im Karussell befindlichen Bauelementen bestücken. An der Mikrotechnologie fasziniert mich wirklich am meisten, wie klein man heutzutage Leiterplatten herstellen kann, wie klein man Chips herstellen kann, welche Dimensionen die angenommen haben und vor allem, dass man das kontrolliert herstellen kann. Ich lasse mich hier zum Mikrotechnologen ausbilden, weil man natürlich auch hier viele schöne Möglichkeiten hat, seinen handwerklichen Bedarf natürlich auch voll ausleben zu lassen. Hier kann man seine Ideen auch einfließen lassen. Hier sind Ideen natürlich auch gefordert, dass man auch ein bisschen weg von den einfachen Lösungen vielleicht auch zu intelligenteren Lösungen hinkommt. Und jetzt kommt die Platine hier in den Lötofen. Und hier läuft drei Heizzonen, erst 140, 190 und dann 265 Grad. Bei 265 Grad wird sie dann gelötet. Da schmilzt das Lot auf und geht eine Verbindung mit dem Kupfer ein. Warum kann man das nicht sofort hier bei 265 Grad reinschieben? Es liegt einfach daran, dass die Platine und die Bauelemente dabei beschädigt werden könnten. Hier haben wir jetzt unsere fertig gelötete Platine. Als erstes macht man natürlich eine Sichtkontrolle wieder, ob auch die Lotpaste dort ist, wo sie sein soll. Markus hat jetzt die Platine gefertigt im Leiterplattenlabor, hat sie hier bedruckt und bestückt und gerade im Ofen gelötet. Und auch der Test hat funktioniert, der Lüfter dreht sich und ich schiebe das jetzt immer noch mal unter das Mikroskop, schaue mir das Ergebnis an, schaue mir die Lötstellen an, ob das Lot ordentlich aufgeschmolzen ist, ob die Bauelemente keinen Versatz haben zu den Kupferpads auf der Platine. Das sieht alles ganz gut aus. Das Lot ist ordentlich aufgeschmolzen und die Anschlüsse, die sehen alle schick aus. Hat er wunderbar gemacht. Wir sind jetzt hier mit dem manuellen Bestücken der Platine fertig und ich würde euch jetzt zeigen, wie das denn in der maschinellen Fertigung aussieht. Hier sind wir jetzt an unserer Lotpastendruckmaschine. Hier wird die Lotpaste durch eine Schablone gerakelt. Hier haben wir jetzt unsere bedruckte Leiterplatte. Ja, hallo, ich bin der Michael Schaulin und ich zeige dir jetzt, wie wir die Bestückung machen. Hier haben wir Passermarken, damit die Bauteile nicht daneben bestückt werden und du kannst die Leiterplatte jetzt auf das Fließband legen. Hier haben wir jetzt unsere bestückte Leiterplatte. Diese wird dann in die große Version des kleinen Lötofens reingeschoben mit verschiedenen Heizzonen. Und hier hat man dann das fertige Produkt. Da kann man nun begutachten, ob das alles richtig gelötet hat. In unserem nächsten Schritt werden wir uns jetzt unsere gefertigte Leiterplatte mal unter dem Röntgen anschauen. Mein Name ist Martin Oppermann. Ich bin hier am Institut zuständig für die Arbeitsrichtung zerstörungsfreie Prüfung. Und mein Hauptspielfeld ist die Röntgenanalytik. Im Rahmen der Grundausbildung haben wir uns natürlich mit vielen anderen Azubis getroffen, die an der TU angefangen haben. Seien es Elektroniker, Mechaniker, Mechatroniker. Waren wir natürlich alle zusammen in der Grundausbildung, in der Elektronik, in der Mechanik. Ist natürlich essentieller Baustein für die weiteren Ausbildungsinhalte, dass man erstmal die Grundkenntnisse dazu lernt, was eigentlich diesen Beruf ausmacht.
Nächstes Halbjahr werden Sie das Röntgenpraktikum ja auch haben. Dann dürfen Sie auch selber solche Untersuchungen hier machen. Neben dem Röntgen gibt es natürlich noch andere nicht zerstörungsfreie Optionen, das hier zu untersuchen. Und hier habe ich eine zweite Leiterplatte, bei der ich noch einen Chip untersuchen muss in einer Schliffanalyse. Ja, hallo, ich bin die Frau Geppert und ich arbeite hier in der Metallographie und ich werde dem Markus heute zeigen, wie man eine Schliffpräparation erstellt. Die Probe, die hat jetzt 12 Stunden gebraucht zum Aushärten mit einem 2-Komponenten-Epoxidharz. Und jetzt können wir wirklich in dem Zustand die Probe ausbetten und schleifen. Schleifpapier haben wir jetzt eingelegt und Sie können die Maschine starten. Wasser ist an zum Abtransport der Partikelreste von Ihrem Epoxidharz. Dann könnten wir jetzt schon zum Polieren übergehen. Also ich wusste, dass ich irgendwas machen will, das wirklich auch handfest ist. Ich habe mich an der TU Dresden für verschiedene Berufe beworben, für Elektroniker, Mechaniker und auch für Mikrotechnologen. Und am Ende muss ich sagen, nachdem ich Zusage für 2 Berufe gekriegt habe, ist mir das eigentlich klar gewesen, dass ich den Beruf wohl lieber ausüben würde. Meine beruflichen Pläne für die Zukunft sind mir im Allgemeinen noch nicht wirklich klar. Also lass mich da überraschen, wo es mich hier hin verschlägt. Aber hier an der TU würde ich eigentlich schon gerne bleiben, weil hier hat man auch ein nettes Umfeld, in dem ich mich jetzt auch schon schön eingearbeitet habe. Und das ist eine schöne Sache. Das hier beim und das Ganze ist dann unten geklebt worden mit wahrscheinlich einem Silberklebstoff, damit die elektrische Verbindung da. Das war jetzt der letzte Praktikumsschritt für heute. Und nun kann ich zurück ins Büro gehen und kann meinen Feierabend anfangen. Ich hoffe, ich konnte euch heute einen Einblick in meinen Beruf zum Mikrotechnologen geben. Die TU Dresden bildet natürlich noch in vielen anderen Berufen aus. Näheres dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr die letzte Folge von Auf Arbeit mitschauen wollt, dann klickt hier. Und wenn ihr irgendein anderes Video von der TU Dresden schauen wollt, dann klickt hier. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch und drückt die Glocke.